Normalerweise fasse ich in dieser Liste keine Spieleserien zu einem einzigen Eintrag zusammen. Es könnte ja sein, dass Teil 3 einer Serie besser ist als Teil 1 oder Teil 2 ist die Speerspitze. In dieser Serie aber hängen die Games mehr oder minder so stark zusammen und führen eine zusammenhängende Geschichte fort, dass ich sie als Paket mitnehme. Es handelt sich nämlich um The Legend of Heroes: Trails in the Sky. Die gesamte Historie der Legend of Heroes Serie hier aufzuzählen würde den Rahmen sprengen. Falcom als Entwickler unter anderem der Ease Action RPGs bekannt oder das sich auch auf dieser Liste befindliche Brandish hat vor vielen, vielen Jahren damit bekommen, Spiele zu entwickeln, die übergreifend in das Legend of Heroes Universum reinpassen. Im Westen haben wir unter anderem einen Eintrag auf dem NES gesehen und viele Jahre später gab es eine Trilogie von RPGs auf der PSP, die unter dem Legend of Heroes Titel erschienen sind. Die waren leider eher mau lokalisiert, sodass sie nicht die eigentliche Qualität rübergebracht haben, die die Titel inne hatten. Als wir es aber zu den Trails in the Sky Spielen geschafft haben, die ursprünglich in Japan zumindest hauptsächlich auf der PSP erschienen sind, etliche Portierungen auch mitgenommen haben. Als wir zu denen gekommen sind, hat sich der westliche Publisher Exceed dazu bereit erklärt, diese Spiele zu übersetzen und es war ein ziemliches Unterfangen, denn das erste Spiel alleine schon hatte einen so hohen Textumfang, eine so hohe Textdichte, dass die Übersetzer fast jahrelang dran saßen, um daraus englische Texte zu bauen, aber es hat sich wirklich gelohnt, denn sowohl das erste als auch das zweite und das dritte The Legend of Heroes, die mittlerweile auf verschiedenen Plattformen erhältlich sind, die ersten auf PSP und Windows, wie bei der zweiten auch, das dritte in der westlichen Fassung nur auf Windows, wurden super lokalisiert und haben einige der spaßigsten und unterhaltsamsten Dialoge, die ich in Rollenspielen gefunden habe. Da wurde sehr, sehr viel Aufwand gemacht, um eine kohärente Übersetzung zu machen. Wir haben ja auch andere Einträge aus der Legend of Heroes Serie mit Trails of Cold Steel auf dieser Liste drauf gehabt und in der Reihe könnt ihr auch Trails in the Sky einbauen. Also was Dialoge und zwischenmenschliche Beziehungen und alles drum und dran geht, da haben die Entwickler einen richtig, richtigen guten Job gemacht. Vom Spielgefühl her würde ich die Trails in the Sky Spiele am ehesten bei Grandia einordnen, denn das war ja ein RPG, was mich sehr mit seinem positiven, lebensbejahenden Abenteuerspirit überzeugt hat. Da war man ja als junger Erkunder Justin unterwegs und hat die Welt entdeckt für sich und in Trails in the Sky ist es nicht ganz so, aber man hat es hauptsächlich, zu Beginn zumindest, mit der sogenannten Bracerin Estelle zu tun. Bracer sind in der Welt von Legend of Heroes sozusagen Mädchen für alles, eine Abenteuergilde, bei der man Aufträge abgeben kann, wo es um die Beschaffung von Items zum Beispiel gehen kann oder auch um die Rettung von entführten Familienmitgliedern, jetzt als Beispiel, also die Aufgabenstellungen sind mannigfaltig und Estelle will es machen, um in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten, der einer der größten und besten Bracer des Landes ist. Ihr Adoptivbruder Joshua ist auch mit dabei und die beiden fangen eigentlich damit an, weil sie die Welt verbessern wollen. Von da entwickelt sich natürlich ein riesiges und verschiedene Kontinente und Länder umspannendes Abenteuer. Man beginnt in der eigenen Welt und in dem eigenen Staat Liberl, aber auch in den gegenüberliegenden Staaten findet einiges Zeug statt, was unter anderem eben verdeutlicht wird in anderen Legend of Heroes Games. Bis das alles ersichtlich wird, dauert es aber doch einige Zeit, denn gerade zu Beginn fährt Trails in the Sky ein eher gemächliches Tempo. Es nimmt sich eben die Zeit, die nötig ist, um einen vertraut werden zu lassen mit den Charakteren, mit der Umgebung, sodass wenn dann die Story richtig Fahrt aufnimmt und die Wendungen kommen und man es mit wirklich großen Konflikten und allem drum und dran zu tun hat, dann ist die entsprechende Dramatik auch da, weil man sich an die Charaktere gewöhnt hat, weil man die Welt kennengelernt hat, weil durch das gute Writing, wie die Charaktere und wie alles geschrieben ist, eben richtig reingesogen wird, weil es so viele Updates gibt bei den NPC-Dialogen, fast jedes Mal, wenn es eine Neuigkeit gibt, wenn irgendetwas Bestimmtes in der Storyline passiert ist, kann man zu fast jeder Location zurückgehen und kann sich sicher sein, dass der oder der andere Charakter seinen Dialog geändert hat.
es ist eine große lebende Welt, wird einem vermittelt, die einem auch richtig ans Herz wächst. Ich hatte die PSP damals zu einem Urlaub mitgenommen und ich war in Holland und leider war einer der Tage verregnet, kann ich mich erinnern, sodass ich nicht rausgehen konnte, es hat sich einfach nicht gelohnt. Da habe ich gesagt, okay, dann bleiben wir eben drinnen und entspannen uns. Ich habe die PSP ausgepackt und ich habe richtig dann Legend of Heroes gezockt und das war echt eine coole Art, sozusagen diesen doch eher ins Wasser gefallenen Tag zu verbringen, denn das Spiel hat mich einfach irgendwann richtig reingesaugt und der erste Teil, den habe ich noch auf der PSP gespielt. Es ist eben, wie gesagt, mittlerweile in drei Spiele aufgeteilt, die mehr oder minder direkt darauf aufbauen. Die ersten beiden führen die Geschichte, wie sie dargestellt wird, direkt weiter. Der dritte ist ein klein wenig abgehoben davon, gehört aber auch noch mit dazu. Bin später auf dem PC gewechselt, weil man da noch mal ein bisschen mehr Optionen hat, die Sachen zu spielen, und werde den dritten Teil, den ich noch nicht komplett durch habe, auf meinem tragbaren PC-Handheld GPD Win dann weiter zocken, weil es gerade für mich eine Handheld-Serie ist. Für mich ist es einfach ein richtiges Top-Game gewesen. Was man anführen kann hier an negativen Sachen, bis auf das gemächliche Tempo, ist vielleicht, das Kampfsystem könnte ein klein bisschen aufwendiger und cooler sein. Dafür, dass man so oft kämpft, hat man es mit einem eher fast schon auf Strategie-RPG-Basis basierenden Grid-System zu tun, wo man verschiedene Felder, Weite hat, die man laufen kann, seine Aktionen ausführen kann, wird immer mit Gegnern zusammen auf so ein Grid dann Feld draufgesetzt und muss dann fast schon Strategie-RPG-mäßig seine Züge machen und Sachen dann anbringen. Das kann ein bisschen undynamischer sein. Mir gefällt wesentlich besser, wie es bei den Trails of Cold Spielen gemacht wurde, was ja ein traditionelles rundenbasiertes Kampfsystem ist, aber das ist nicht so tragisch, als dass es groß an der Qualität von den Trails in the Sky Spielen nagen würde. Wo die Vorteile eben sind, ist es, dass es diese große lebendige Welt hat, dieses riesige Story-Konstrukt, was sich durch so viele Spiele durchführt, und eben die sehr, sehr große Sorgfalt, die in die Lokalisation reingegangen sind. Wenn ihr ein paar Euro übrig habt und auf Steam eure Rollenspielsammlung erweitern wollt, ich kann wenige Spiele mehr empfehlen als die Trails in the Sky Sachen. Wenn ihr ansatzweise coole JRPGs mit 90er Flair mögt, dann kommt ihr nicht dran vorbei.